Wenn ihr wirklich günstige Account Boosts und Unlock All Accounts sucht, dann habe ich jetzt die perfekte Seite für euch, und zwar ChopChop Boost ist für PS4 und PS5 und Xbox einer der günstigsten Seiten, die ich kenne. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr da einmal ihren Account Boost auswählen. Sind von den Preisen her wirklich nice, was ich finde. Und da könnt ihr dann auswählen zwischen der Option, dass ihr das Geld in Autos und ein bisschen Bargeld kriegt. Das heißt, ihr kriegt dann eure Garage einfach mit teuren Wegen vollgepumpt, die ihr dann verkaufen könnt und dann den Wert von dem, was ihr halt kauft, entsprechen. Dann gibt es noch die Option mit Macebank, das heißt, ihr kriegt das Geld dann direkt auf euren Account so drauf, als ob es direkt am Bankkonto dann, und ihr könnt natürlich auch noch Level kaufen. Ja, und dann gibt es noch die Option, direkt fertige Accounts zu kaufen, das heißt, ihr braucht euren eigenen Account dafür nicht. Ihr bekommt dann einen ganz neuen Account, könntest du auswählen, was alles drauf sein soll. Ist wirklich nice so. Und dann gibt es zusätzlich noch, sie bieten an eine kostenlose 24-Stunden Lieferung. Innerhalb von 24 Stunden kriegst ihr, ohne was drauf zu zahlen, euren Account, oder wird halt das Geld auf einen Account hinzugefügt. Und sonst gibt es dann noch die Optionen mit Expresszustellungen, kosten halt auch Geld, aber innerhalb von 6 Stunden sind die 30 Euro auf jeden Fall wert. Und dann gibt es nachher noch den Rabattcode von mir, einfach WaySack eingeben und der bekommt 10% Rabatt. Ihr seht es da, 9,95 Euro von 99 Euro, sind nicht ganz 10%, aber lohnt sich auf jeden Fall auch, den zu verwenden. Und ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen wirklich heftigen Money Glitch für euch, bei dem ihr einfach so 10 Millionen GTA Dollar pro Mal ausführen bekommt. Das heißt, ihr führt diesen Glitch einmal aus und bekommt direkt 10 Millionen GTA Dollar. Und ja, dieser Glitch ist ja außerdem 100% bannsicher. Das heißt, ihr braucht keine Angst vor einem Bann oder einem Geldreset haben. Also euch wird wirklich nichts passieren, wenn ihr diesen Glitch noch macht. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit diesem Money Glitch. Für diesen Money Glitch braucht sie gar nichts. Das ist ein Solo, ohne alles Money Glitch. Tja, als allererstes müsst ihr einmal zu irgendeinem random Laden hin. So wie ich da jetzt zu diesem Laden hin. Und geht's da jetzt einfach mal in diesen Laden eine. Und wenn ihr im Laden eine geht, schaut auf jeden Fall, dass ihr irgendwo in der Nähe ein Automat habt, wo ihr euch ja Getränk holen könnt. Normal ist ja immer ein Automat drinnen im Laden, so wie da jetzt. Also, da müsst ihr euch merken, wo da einer ist. Als nächstes raubt ihr einmal den Laden aus. So, wenn ihr den Laden jetzt ausgeraubt habt, müsst ihr den Typ erschießen, sodass ihr 3 Sterne bekommt, und geht jetzt zum nächsten Automat hin, wo ihr euch halt ein Getränk auslassen könnt. Holt ihr jetzt das Getränk. So. Wenn ihr das Getränk geholt habt, trinkt das erstmal und dann lauft ihr zurück zu eurem Fahrzeug. So, geht jetzt zu eurem Fahrzeug hin und müsst jetzt einmal von der Polizei entkommen. Am besten ruft ihr Lester an, ist am einfachsten, wenn ihr jetzt einfach Lester anruft, und sonst fahrt halt weg, wenn ihr vielleicht das Geld für Lester sparen wollt oder noch kein Lester freigeschalten habt. Und sonst ruft einfach Lester an, so wie jetzt. Perfekt. Wenn ihr jetzt den Lester angerufen habt, kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Und zwar müsst ihr jetzt einmal ins Interaktionsmenü gehen, müsst zu Markierungen ausblenden gehen, geht zu Jobs und tut Jobs auf einige einblenden. Dann scrollt ihr da alle Jobs durch, so wie ihr jetzt, zum Schauen, ob alle auf Anzeigen sind. Wenn alle auf Anzeigen sind, dann könnt ihr jetzt einmal zu, also, wo ist diese Location? Wartet kurz. Zumal zu dieser Location hinfahren, also zu diesem Job, fahrt jetzt einfach hin. Also fahrt dorthin. Da, weil ihr hinfahrt, folgt mir auf jeden Fall auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Und joint auf jeden Fall meinen Discord-Server. Wenn ihr Hilfe beim Glitch braucht, schreibt dort einfach eine, dass ihr Hilfe braucht. Und könnt vielleicht sogar, wenn ihr Zeit habt, euch helfen. Und sonst hilft euch irgendein Moderator von mir. Deswegen tretet jetzt auf jeden Fall mein Twitch, Discord-Server bei. Ja, dann sehen wir uns gleich, sobald ich drüben bin. So, wenn ihr jetzt an dieser Location seid, müsst ihr jetzt einmal aus einem Fahrzeug rausgehen und müsst jetzt da oben, also da ist so ein Baum, zu diesem Baum müsst ihr jetzt einfach mal hinlaufen. So,
so dass ihr euch da so herstellt. Wenn ihr jetzt da seid, geht es ins Interaktionsmenü, aktiviert den Passivmodus. Wenn ihr den Passivmodus aktiviert habt, geht es jetzt auf Optionen, geht es auf Online, geht es auf Spielerlisten und Spielerlisten müsst ihr jetzt auf Eintouren. Dann geht ihr da raus, geht zur Karte. Und jetzt von der Karte aus müsst ihr zu diesem Job hingehen, wenn ihr bei dem Job seid. Also den Job müsst ihr jetzt markieren. Wenn ihr den Job markiert habt, geht ihr von da unten wieder weg. Jetzt als nächsten Schritt deaktiviert ihr den Passivmodus. So, und lauft einmal jetzt zu dem Job auf und startet den ganzen Job jetzt einmal. Jetzt noch wichtig, ihr müsst euer Fahrzeug in den Job einstellen, sodass das Fahrzeug dann, wenn ihr den Job startet, despawnt. Also ihr fahrt jetzt mit eurem Fahrzeug in den Job ein, so wie ihr jetzt. Dann steigt ihr aus, müsst aufs Fahrzeug aufstehen. So, jetzt geht ihr noch in Optionen eine und markiert euch das Ganze als interessanter Ort. Das macht ihr mit Dreieck, Y oder Tab, je nachdem auf was ihr spürt. Dann tretet ihr den Ball und ihr seht, das Auto unter euch wird einfach despawnen. Geht auf Einstellung bestätigen, spielen und startet das Game einfach mal. So, kennst du es ruhig, also am besten ist, wenn ihr es allein spielt, kennst du es aber auch mit anderen Spielen, wenn ihr gerade in einer Lobby seid, wo mehr Leute drinnen sind. So, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt da im Rennen drinnen seid, müsst ihr jetzt einmal auffahren zum ersten Location, also da, wo dieser eine Baum ist. So, also fahrt jetzt auf zu dem einen Baum, wo wir vorher den Passivmodus aktiviert und deaktiviert haben. So. Wenn ihr jetzt da seid, drückt ihr Dreieck gedruckt und dann werdet ihr zurückspawnen, also einfach Respawn-Taste gedruckt halten. Wenn ihr es habt, fahrt ihr mit einem RC Bandito einfach auf, da wo ihr den interessanten Ort markiert habt. Also fahrt jetzt da auf, schaut dann auf der Map, dass ihr ziemlich genau im interessanten Ort drinnen steht. So, wenn ihr jetzt da seid, schaut auf die Map, dass ihr beim interessanten Ort drinnen steht. So. So wie ihr jetzt, wenn ihr im interessanten Ort drinnen steht. Dann könnt ihr jetzt einmal aufs Handy gehen, geht auf Jobliste und verlasst den aktuellen Job. Jetzt werdet ihr da rausgehen, also ihr werdet jetzt außer aus der Lobby. Und sobald jetzt draußen seid, müsst ihr noch einen kleinen Schritt machen. So Leute, sorry, kurz einen Cut gemacht, weil ich war noch mit Avex im Discord und der hat auf einmal reden angefangen. Egal. So, jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Und so müsst ihr ins Interaktionsmenü eingehen. Jetzt zu Spieler hervorheben, hebt euch selbst hervor. Und ihr seht, 10 Millionen GTA-Dollar bekommen. Das ist ein wirklich heftiger Glitch, würde ich euch wirklich empfehlen. Macht den Glitch nach. Und ja, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, liked dieses Video und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr bei einer erneuten Money Glitch wieder. Ciao!